So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Secret of Monkey Island. Ja, beim letzten Mal haben wir uns auf die Insel katapultiert und sind jetzt gerade dabei, die so ein bisschen zu erforschen, erstmal zu gucken, wo wir hier überhaupt lang müssen und so weiter und so fort. Und sind dann zuletzt hier oben stehen geblieben. Ja, und haben nochmal mit Herrn Herman Toothfroat geredet und stellen fest, dass wir hier am höchsten Punkt der Insel sind und hier mal uns ein bisschen umgucken können. Und dazu benutzen wir doch mal das Fernrohr. Und schauen mal. Ein bisschen. Hey, ich kann sogar mein Schiff sehen. Sieht aber ziemlich übel aus. Okay. Dann haben wir hier noch diesen Stein. Schauen wir den mal an. Sieht aus, als läge dieser Stein absichtlich hier. Dann wollen wir doch mal einfach mal drücken. Flunk. Fluck. Yay! Oh. Ups. Hoppla. Das war das Schiff. Okay. Ups. Passiert. Geh erstmal zurück, Guybrush. Und lies nochmal den Zettel. Oder nimm den Zettel. Kannst du den auch nehmen? Nimm Zettel. Mr. Toothroat, bitte entfernen Sie dieses gefährliche Objekt. Lemonhead hat einen Stein von der Klippe fallen lassen und beinahe jemanden getroffen, der eine Schaukel am Bananenbaum anbringen wollte. Die Kannibalen. So, aber was wir eigentlich mit dem Ding machen wollten, war nicht unser Schiff kaputt machen, sondern das Ding bewegen. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es aber gleich herausfinden. Denn wir wollten erstmal jetzt hier einen Stein nehmen. Nimm Haufen Steine. Flonk. Ich lege ihn einfach hier hin. Das wird schon passen. Und dann wollen wir den Stein nochmal runterschubsen. Flonk. Flonk. Yay! Das war gar nichts. Okay, dann gehen wir nochmal runter und drücken nochmal am Knöpfchen. Denn wir wollen nämlich eigentlich... kann ich das nochmal drücken? Drück das nochmal, Guybrush. Komm schon. Ich weiß nämlich nicht mehr die genaue... Das geht nicht weiter. Ne, dann zieh. Zieh primitives Kunstwerk zweimal. Like this. So, weil wir wollen nämlich eigentlich am Strand was treffen. Und zwar den Bananenbaum, den man hier ansatzweise sieht. Deswegen wollen wir da nochmal drauf. Zong. Flonk. Und dann nochmal den Stein drücken. Flock. Flonk. Und... hat er jetzt getroffen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen noch einen. Wenn man doch nur wüsste, wie die korrekte Einstellung ist. Dann nochmal ziehen. Und zieh am primitiven Kunstwerk. Mick. So, das sieht... Das sollte reichen jetzt, denke ich. Oh, das hat schon vorher getroffen. Ich glaube aber nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn es jetzt zu weit fliegt, dann haben wir die Lösung auf jeden Fall schon gehabt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das gab auch eine Animation, wenn man den getroffen hat. So, dann drückt den Stein nochmal. Flonk. Plock. Ah, uff. Sieht aus, als hätte ich den großen Bananenbaum am Strand getroffen. Die Chancen dafür sind sicher 1 zu 1 Million. Naja, wie dem auch sei, aber es hat geklappt. Das ist wichtig, wie wir später noch feststellen werden. Denke ich. So, dann gehen wir erstmal wieder runter. Denn hier oben ist es, glaube ich, erstmal alles getan, was zu tun gibt. Wo ging es denn hier runter? Geh hier hin, Guybrush. Hallo? Hä? Hier ging es doch runter. Ich bin mir ganz sicher. Ja, fahrt nach unten hier. So, dann sind wir... Junge, hier ist es heiß. Dann gehen wir mal hier rüber. Wieder da so rüber, hier hin. Schön. Schön. So, und dann sind wir aber hier noch nicht fertig, denn wir benutzen erstmal... wo ist es? Doof? Hallo? Schießpulver. Genau, benutze Handvoll Schießpulver mit Damm. Flonk. So, und dann hatten wir ja noch unseren Stein von vorhin irgendwo, glaube ich.
Wo ist der Stein? Ah, interessanter Stein. Dann schauen wir uns den erstmal an, was dieser interessante Stein denn ist. Ich bin ja kein Geologe, aber wenn ich diese Bruchstellen betrachte, würde ich sagen, das ist ein Feuerstein. Das klingt doch super interessant. Deswegen benutzen wir jetzt die Kanonenkugel mit. Nee, benutze den Feuerstein mit Kanonenkugel. Puff. Oh, kaputt gemacht. Schade. Jetzt haben wir den Damm kaputt gemacht. Naja, und das Spiel lädt. Peng. Fluss. Und jetzt gehen wir nämlich erstmal zum Teich. Und gucken mal, was da so los ist. Teich. Ah, noch eine Notiz. Gehe zu Zettel. Schau die mal an. An die Monkey Island Kannibalen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie den Affenkopf anbeten, der gleichzeitig jetzt meine Wohnung und geheime Basis dient. Aber bitte räumen Sie die Überreste Ihrer Menschenopfer aus meinem Vorgarten. Außerdem sollten Sie den Affenkopf nicht betreten. G.P. Litschak. Joa. Ja, da kommt schon wieder unser Freund. Das ist ein alter Freund von mir. Wir sind gemeinsam hierher gesegelt. Er hat etwas abgenommen. War nie schlanker. Was ist mit ihm passiert? Oh, ein dummer Unfall. Er wollte nur eine Schaukel aufhängen. Ja. Und wie sind Sie hier gestrandet? Nun, ich bin mit meinem Freund vor 20 Jahren hierher gesegelt. Wir wollten das Geheimnis von Monkey Island lüften. Aber mein Freund hatte einen tragischen Unfall, der ihn das Leben kostete. Und allein konnte ich nicht nach Hause segeln. Ich habe einer Gruppe Schimpansen das Segeln beigebracht und sie nach Mealy Island geschickt. Sie sollten Hilfe holen und mich dann retten. Aber irgendwas muss passiert sein. Wieso sind Sie nicht mit den Affen mitgefahren? Das wäre eigentlich das Sinnvollste gewesen. Mehrere Wochen mit einem Schiff voller Affen. Was für ein Spaß. Sind Sie hier ganz allein auf der Insel? So, für sich. Ich bin die einzige zivilisierte Person auf dieser Insel. Hier sind ein paar eingeborene Jäger und Sammler. Nun, Kopfjäger und Sammler. Aber ich rede nicht mit ihnen. Sie sind Kannibalen, aber sie sind ungefährlich, solange du ihnen nichts leihst. Haben Sie denn den Kannibalen dann was geliehen, dass Sie da so genau Bescheid drüber wissen? Ich habe ihnen meinen Bananenpflücker geliehen, aber nie zurückgekriegt. Dafür habe ich dieses große Wattestäbchen gekriegt. Es öffnet den Affenkopf, den sie anbeten. Nicht, dass ich da jemals rein müsste. Aber wenn sie ihn wieder haben wollen, will ich erst mal einen Pflücker. Eine Sache des Stolzes, du verstehst? Geben Sie mir doch einfach den Schlüssel zum Kopf, weil ich würde gern zu LeChuck und so, und das wäre prima. Nein, sonst kriege ich meinen Bananenpflücker nicht wieder. Doof, nicht? Aber ich bin doch Guybrush Threepwood und ich will jemanden retten. Nun, hier bin ich. Toll, dass du mich retten willst. Obwohl du ruhig etwas früher gekommen sein könntest. Zu Hause sollte mein Briefkasten vor 19 Jahren aus allen Nähten geplatzt sein. Auf geht's! Das war nicht genau das, was ich meinte. Ich kam hierher, um die Gouverneurin von Mealy Island zu retten und die einen Geist gekidnappt hat. Oh, gut, dann rette mich eben nicht. Mir gefällt's hier. Den Wind im Rücken, den Regen im Gesicht, die Würmer im Essen. Nun, vielleicht könnte ich dich auch mitnehmen. Aber ich muss zuerst die Gouverneurin retten. Also Priorität hat die schon. Ich glaube, dass sie auf diesem Geisterschiff ist. Oh, okay. Ich hab dir doch erzählt, dass sie mir den Bananenpflücker nie zurückgegeben haben. Was ist eigentlich mit deinen Hosen passiert? Das sieht irgendwie komisch aus. Was für Hosen? Ja, entschuldige, ich habe ein dringendes Geschäft zu erledigen. Ja, ich auch. Ja, dann schauen wir uns erstmal den ungesund aussehenden Mann an.
Das sieht nicht gut aus, fürchte ich. Dann haben wir hier noch ein Seil. Nimm das Seil. Flonk. Und da haut er ab. So, konnten wir jetzt hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Hier war ne Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles soweit. Gut, dann gehen wir als nächstes erstmal wieder zurück hier runter. Und schauen uns mal das Ergebnis unserer, naja, unseres, wie sagt man, unseres Attentats auf dem Baum an. Und zwar ist das Ergebnis Bananen. Bananen, nom. Om nom nom, Bananen nom. So, das macht dann in der Summe 2, 3 Bananen, 3 Bananen. So, und dann wollen wir als nächstes. Oh Gott, wo mussten wir jetzt als nächstes hin? Ich muss mir gleich erstmal die Karte angucken. Genau, wir wollten nämlich in die Schlucht. Genau, die Schlucht. Denn dort unten sehen wir nämlich Paddel. Und wenn wir uns richtig erinnern, hatten wir ja auch noch. Gehe da mal hin. Achso, ja, benutze Seil mit fester Stumpf. Da komme ich von hier aus nicht ran. Denn dann benutze halt das Seil mit Baum. Flonk. Das Seil reicht nicht vom Baum bis zu dem Boden der Schlucht. Ich probiere es mal mit diesem Ast hier. So. Zing. Knot, knot. Und dann gehst du mal da runter. Flong, 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 flong. So, und dann haben wir aber noch ein zweites Seil. Und das benutzt man dann mit dem Baumstumpf. Knot, knot. Und dann gehen wir hier runter. Und nehmen uns dann hier. Nee, Quatsch. Nee, nimm die Paddel. Flonk. Genau, und dann gehen wir wieder den ganzen Weg hier hoch. Kraxel, kraxel. Dum, dum. Dum, 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 dum. Zack. So, dann gehen wir zurück zum Dschungel und gehen nochmal zurück zu dem am Strand. Ja, zum Strand. Und wollen dann dort die benutze Paddel mit Ruderboot. Yay. Mit den Paddeln kann ich es benutzen. Du bist ein Fuchs, Guybrush. Du bist einfach ein Fuchs. So, und dann paddeln wir hier mal ein bisschen rum. Und er paddelt super langsam. Ja, pf, ne? Er hat das schnellste Ruderboot der Welt. Wieso ging das auf einmal so schnell? Jetzt bin ich verwirrt. Hallo? Ja. Lädt wieder mal. Und dann wollten wir hier hin? Ich glaube, wir wollten hier hin. Wir gucken erstmal, was hier war. Zack. So. Hier haben wir eine Flasche. Nimm Flasche. Das ist eine Nachricht drin. Es ist ein Memo. An Herman Twofroat. Von Gemma Hammer und Kemmer-Anwälte. Ihre Klage gegen die Kannibalen und deren Versenken ihrer Paddel in einer tiefen Schlucht. Ich glaube, wir haben gute Chancen. Wir können sie wegen seelischer Grausamkeit und angedeuteter Körperverletzungen drankriegen. Klingt wie Gerichtsdeutsch. Den Rest kann ich absolut nicht entziffern. Naja, da kommt doch schon wieder derjenige. Bist du mit dem Schiff gekommen, das ich draußen gesehen habe? Du bist tapferer, als ich dachte. Irgendwie erinnert es mich an ein Schiff, das ich mal hatte. Naja, ich bin von einem Typen namens Stan reingelegt worden, der mir diese Rostlaube verkauft hat. Stan von Stans Gebrauchsschiffsbazar? Auf Mealy Island? Entschuldige, ich habe dringende Geschäfte. Ja, ich auch. Mensch, wie oft muss denn der kacken? Ne? Nimm mal die Flasche. Ich will die gerne noch mitnehmen. Eine dreckige alte Flasche. Die will ich nicht. Ach, der feine Herr will die dreckige Flasche nicht. Nein, Moment, da wollte ich nicht hin. Ich will nochmal zurück. Ich überlege gerade, ob das jetzt gut war, was wir hier gemacht haben. Ging es hier noch weiter? Ich glaube nicht. Ne, da geht es auch bloß im Dschungel. Okay, dann wollen wir nochmal zurück zu unserem Ruderboot. So. Und dann paddeln wir mal hier rüber. Hoffentlich ein bisschen schneller. Ja. Oder auch nicht.
Ach ja, ich könnte euch ja noch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen, in der Zeit, wo der jetzt hier so rumpaddelt, ne? Aber das spare ich mir jetzt einfach mal, nicht? Weil er ist ja super schnell unterwegs, deswegen habe ich überhaupt keine Zeit, da irgendwas zu erzählen. Also, ich kann mich irren, aber er ist der schnellste Paddler aller Zeiten. Also, das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin total beeindruckt. Er paddelt so schnell. Das ist der absolute Wahnsinn. So, dann wollen wir nämlich hier raus. Wieso ist er dann auf einmal immer so schnell? Das raff ich nicht. Wir werden erstmal mal den Strand hier wieder. So. So, und was wir dann hier weitermachen, das besprechen wir dann beim nächsten Mal oder schauen uns das an vielmehr, denn die Zeit ist rum und ich möchte den Part an der Stelle beenden. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, dürft ihr gerne abonnieren oder mir konstruktive Kritik in Form von Kommentaren unter die Videos setzen. Mein Name ist Zucanus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.